Coordinates to you via the Black Dragon's comm link. Have you received them yet? That's affirmative on the pickup location, Jax. And it's about time. What's it take for a girl to get a phone call? Did you happen to run into any more of Kano's henchmen? Nothing I couldn't handle. Just some punk with a sharp tongue. Och, war er nicht. Gemini, I'm going to upload the coordinates from a map I found. Seems like Kano is up to something big. I'm gonna have to take a little trip. And meet up with him at the lost city of Xinjiang. Xinjiang. ETA on air transport pickup is 5 minutes. Next time, Jax, don't wait so long to make contact. I was getting a little worried. A woman doesn't like to be kept waiting. Gemini out. Kein Kommentar. Ah, erstmal strecken. Und umschauen. Vielleicht liegt ja auch was hinter uns. Wir sind in einer Schlucht. So, was habe ich? Canyon. Entschuldigung. Use your weapons to take out Kano's army of soldiers? Ich habe doch gar keine Waffen mehr. Ich habe doch alles verballert. Oh ne, ich habe doch immer 6 Shotgun. Und 100 Maschinengun. Ach ja, ich habe die ja jetzt beim Endgegner nicht benutzt. Also beim zweiten Versuch. Stimmt. Oh. Okay. Okay. Verstehe. Och. Wollt ihr mich verarschen? Ey. Man hat gar nicht genug Zeit, um zu zielen. Was ist denn für ein Scheiß? Ihr wollt mich doch jetzt echt verarschen, oder? Ja! Ey, dann schießt ihr so schnell, dass du gar nicht... Guck mal, egal wo ich hinrenne, der trifft mich doch trotzdem wieder. Boah, ohne Scheiß, ne? Dass ich jetzt hier so einen Präzisionsscheiß machen muss. Kotzt mich jetzt ein bisschen an. Aber nur ein bisschen. Dezent. Ey, ich bin doch weggerannt. Ihr Spaten. Ey, und auf einmal verschwindet der. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch echt jetzt ganz komplett verarschen. Und dann komme ich noch... Ich kann noch nicht mal da hoch.
und die Scheiße einsammeln. Was denn das jetzt? Meine Fresse, nee. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. So, und das war's. Mit meiner Sniperwaffe. Jetzt darf ich nur hoffen, einfach durchzukommen. Naja gut, rein theoretisch kann ich ja auch mit dem Raketenwerfer ein bisschen schießen, ne? Ach, Rockets for the Rocket Launcher. So. Oh, das ist echt scheiße mit dem Steuerkreuz. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der auch. Ach, doch nicht zurückrennen. Das haben wir doch schon gelernt. Erstmal weiterrennen. Weiterrennen, nicken und freundlich sein. Ach, da sind ja so viele. So, von hier aus könnte ich rückwärts jetzt. Könnte ich. Mache ich aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Aufgabe wirklich ist, zu töten die ganze Zeit. Obwohl, ach doch, wir reden ja von Mortal Kombat. Klar. Dieses Geräusch, das war, weil die ganzen Gedärme und so durch die Gegend fliegen. Mann! Warum ist er jetzt auf einmal unten? Mann, Jung! Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Das gibt's doch nicht! Verrotte in der Hölle, du Spaten, ey. Was ist das für ein Scheiß-Level? Granatwerfer. Schön. Ja. Boah, das ist ein unsinniger Level. Mal ohne Scheiß, wie unsinnig ist der Level? Weiß ich jetzt auch... mit Mühe und Not noch mal einen Shooter aus dem Spiel machen oder so. Mann. Warum fallen die denn seit neuestem alle einfach runter? Einfach mal gegen die Brüstung schießen. Wird schon klappen. Sag ich doch.
Ja, sowas ist nur blöd. Wenn man unter einer Brücke steht, kann man eigentlich so gut wie nichts machen. Im Rage-Modus. Na gut, komm. Machine Gun. Da gab es mal ein Lied, das war auf der Bravo Hits 9. Das wird so um 96, 97 rum gewesen sein. Das hieß auch Machine Gun. Das fand ich total toll. War nie in den Charts. War aber super toll. Ich habe das Lied gefeiert. Ich habe es echt gefeiert. Machine Gun. Ich muss das mal wieder auskramen. Such das mal. Das heißt einfach Machine Gun. With help from the ancient queens, maneuver your way through the dark ancient tunnels. Super. Erstmal rüsten wir uns wieder unser Maschinengewehr aus. Warum habe ich nicht durchgezogen? So. Ach. Boah, und die über die Hälfte schon jetzt weg. Von unserem Machine Gun. So, jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Na, ich bin nämlich an ein paar Türen vorbeigelaufen. So. Da ist ein Crack. Ich versuch's jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich ja echt Erfolg. Nee, das war dann nur eine dumme Idee. Wow, was liegt denn hier so rum? Granaten, Granatenwerfer. Kann ich hier den Pott auch noch kaputt hauen? Nee. Door locked. Fuck. Junge, lass dich mal verprügeln hier. Boah. Da würde ich mir zweimal überlegen, ob ich Jax ins Gesicht hau. Ganz ehrlich, wenn ich dem gegenüberstehe. So, ich laufe jetzt nochmal zurück, weil ich sicher gehen wollte, dass ich hier jetzt keine Tür übersehen habe oder sowas. So. War klar. Oh. Natürlich Sackgasse. Kann ich da nicht hochklettern? Das Rote da oben, das fasziniert mich. Das will ich haben. Aber nein. Es sei mir nicht gegönnt. Dafür muss ich wohl ein Stück nach oben. Nee, ich kann es auch nicht abschießen. Boah, Deep Trance. Das ist so typische 90er Jahre Hintergrunddudelmusik von Videospielen. Oh, was ist das denn? Door jammed. Okay. Immer diese Angst, irgendwas zu verpassen.
Altar of Queen Rihanna. Queen Rihanna? Rihanna ist eine Königin? Ich weiß es nicht. So, ich habe genau gesehen, dass dahinter was ist. Oh, ich hab's nämlich schimmern sehen. Ich hab's echt schimmern sehen, von der linken Seite. Ich denke mal, diese Pötte könnte ich bestimmt mit Detonatoren in die Luft jagen, aber das spare ich mir jetzt. Ich hoffe, das war richtig. War es nicht! Aber wo soll ich denn dann noch hingehen? Ich war doch jetzt überall. Da ist ein Jammed Door. Ach, scheiße. Jetzt muss ich die auch wieder alle von vorne erledigen. Och, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ja, okay, das... Das passiert mir jetzt das... Ist mir jetzt das erste Mal passiert, dass ich in einem Level gestorben bin, so. Ne? Deswegen wusste ich das nicht. Aber Leute, guckt euch das doch mal an. Ne, das sieht doch aus wie so ein Riss, den man vorher in die Luft jagen musste. So, was heißt denn, Door ist jammed? Gucken wir uns das mal an. Kann ich halt in die Luft jagen? Wäre ein Versuch wert, oder? Nee. Mit brutaler Gewalt geht halt nicht immer alles. Ja, Door von Rihanna. Extra Leben. Ja, was soll ich denn hier bei Rihannas Kram machen? Da soll ich doch bestimmt irgendwas opfern oder hinlegen oder sonst irgendwas. Ich versuche das jetzt einfach mal. Nein. Man kann sie definitiv nicht in die Luft jagen. Das wäre jetzt so mein nächster Tipp gewesen, dass uns irgendwas vorhin gefehlt hat. Und wir deswegen nicht weiterkommen. So. Ja, aber wir wissen ja schon, dass das hier auch eine Sackgasse ist. Ja. Dann erklärt mir doch mal bitte, was ich hier machen soll. Ich sehe ja, dass da oben was ist. Und ich müsste da wahrscheinlich irgendwie ran. Aber wenn ich mich hier hinstelle und haue oder trete oder irgendwelche Knöpfe drücke, macht der ja nichts.
kann dieses Ding ja auch nicht zerstören. Ja, keine Ahnung. Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.